Ja, das Überwinden von Abhängigkeit und Angst, kann das gelingen? Und was hat das Ganze mit Abhängigkeit zu tun? Hallo und herzlich willkommen hier bei GeoLeben TV. Schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Ja, meine lieben Freunde, Zuhörer und sonstige, die es noch werden wollen, eine Überschrift, die sehr, sehr verlockend klingt. Das, was wir in diesen Zeiten wohl alle brauchen können, das Überwinden unserer Abhängigkeiten und Ängste. Ja, diejenigen, die mich ja kennen, wissen, dass ich eher jemand von denen bin, der nur über das berichtet, was funktioniert oder wovon ich zumindest sehr, sehr überzeugt bin, dass es eben so funktionieren kann. Klären wir zuerst mal den Begriff der krankhaften, sprich pathologischen Abhängigkeit. Ja, die krankhafte Abhängigkeit ist, wenn man von etwas nicht lassen kann, wenn man etwas unbedingt tun muss, koste es, was es wolle, auch wenn es die eigene Existenz ist, wenn es die eigene existenzielle Lebensgrundlage von einem selber oder auch der Familie oder von irgendwem anderen ist. Das heißt nun, ich mache oder nehme etwas zu mir, das mir einfach im Augenblick wichtiger ist, wo der Druck einfach so groß ist, als dass ich zum Beispiel lieber dafür in die Arbeit gehe, um eben auch meine Existenz abzusichern und dafür zu sorgen. Das hat jetzt nichts mit der Abhängigkeit, die wir Menschen von Nahrung, von Kleidung, von Wasser und eben auch natürlich von Kontakt, von Sozialität mit anderen Menschen haben. Das sind Dinge, die sind für uns Menschen lebensnotwendig. Und es ist natürlich dann einfach existenzbedrohend, wenn wir nichts zum Trinken, nichts zum Essen und auch keine sozialen Kontakte haben. Aber um diesen Unterschied einfach mal zu klären, ja, jetzt ist es ja so, dass jemand, der, sagen wir mal, von einer Handlung, von etwas, das er macht, zum Beispiel eben Arbeit, ja, von dem sozusagen fast süchtig ist. Es gibt ja auch so diesen Begriff der Arbeitssucht, ja, also Menschen, die wirklich, um ihr eigenes Selbstwertgefühl einfach aufzubauen, immer wieder die Bestätigung über die Arbeit brauchen. Das heißt, die machen das natürlich sehr, sehr exzessiv. Das kann dann im schlimmsten Falle eben auch dann irgendwann im Burnout landen, was grundsätzlich auch wieder gut ist, weil da ist dann zumindest mal Sendepause. Es kann ja nicht immer und ewig so dahingehen. Das heißt einfach, dass diese Menschen so in ihre Arbeit verstrickt sind, dass eben ihre eigene Existenz und die Existenz eben von nahen Angehörigen eben auch komplett auf der Kippe steht oder sehr, sehr bedroht ist. Und jetzt haben wir einfach mal den anderen Fall, dass eben viele Menschen auch der Meinung sind, dass sie von ihrer Arbeit, also von dem, was sie mit der Arbeit eben bekommen, das Geld abhängig sind, dass sie sonst ja eben, wenn sie nicht arbeiten, kein Geld mehr verdienen und deshalb auch ihre Existenz nicht mehr bestreiten können und so eben sich und auch anderen, also deren oder ihre eigene und die Lebensgrundlage anderer gefährden bzw. bedroht sehen. Das scheint fürs Erste einfach mal sehr, sehr schlüssig und logisch zu sein. Ja, zum Beispiel, wie es in Zeiten wie C ist, du lässt dich jetzt einfach mal deswegen pimpen, weil du einfach Bedrohung siehst, die Arbeit zu verlieren und damit deine Lebensgrundlage. Und deshalb lassen sich auch grundsätzlich dann auch viele pimpen, wenn auch widerlich, ja widerwillig, doch man lässt es einfach zu, weil die Zukunftsängste so groß sind. Das ist dann der Grund, das ist oder ist auch ein Grund dafür, an dem dann einfach viele, viele zerbrechen, früher oder später. Und es ist auch der Grund dafür, dass eben viele diese Maßnahmen wie 2G, Lockdown für Ungepimpte, dann einfach mal so mir nichts, dir nichts akzeptieren. Ja, diese Vorstellung, die Arbeit, die existenzielle Geldgrundlage zu verlieren, macht einfach riesengroße Angst. Und diese Angst lässt eben auch dann die meisten Menschen Dinge tun, die sie so einfach nicht tun würden. Die Angst, wie gesagt, den Job zu verlieren, die Angst, sein Unternehmen zu verlieren, in Konkurs zu gehen und so weiter
und so fort. Und diese Angst hat eben dann auch als Grundlage die Überzeugung, dass man von seiner Arbeit, seinem Unternehmen so abhängig ist, dass man mit dem kompletten existenziellen Niedergang zu rechnen hat und dann, wie gesagt, Dinge tut, die man sonst nie und nimmer tun würde. Und bei jedem Einzelnen sind diese Grenzen, wo eben die Angst einen dazu bringt, etwas zu tun, das man einfach nie tun wollte, einfach ganz verschieden und differenziert. Ja, hier reagiert ein jeder bei einem anderen Zeitpunkt, hat einfach hier andere Auslöser. Und die Frage, die wir uns nun stellen könnten oder sollten, stimmt das? Ja, diese entscheidende Frage, stimmt das, dass ich wirklich von meiner Arbeit, von dieser Lebensgrundlage so abhängig bin, dass eben auch mein Leben, meine Existenz komplett davon abhängt? Ja, das ist eine berechtigte Frage, wie ich meine. Dasselbe ist zum Beispiel bei einem Menschen, der von, sagen wir jetzt einfach mal, der automatenspielsüchtig ist. Und hier auch die Frage, die sich dieser Automatenspielsüchtige einfach auch mal stellen könnte, hängt mein Leben wirklich davon ab, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht mehr spielen könnte. Ja? Spielsüchtige Menschen glauben eben auch, dass ihr Leben davon abhängt, und Menschen, die Angst haben, ihren Job, ihr Unternehmen zu verlieren, glauben das eben auch. Besser gesagt, haben diese die Überzeugung fest implementiert, also fest in sich verankert. Auch Menschen, die eben auch die Pimpung ablehnen, haben auch die Überzeugung, dass ihr Leben davon abhängt, ob sie sich denn nun pimpen lassen oder eben nicht. Wie berechtigt und plausibel die beiden letztgenannten Gründe auch sind, zu glauben, dass das Leben davon abhängt, ob man Arbeit hat oder ob man eben pimpfrei bleiben kann, genauso falsch ist eben auch diese Überzeugung, dass das Leben eben davon abhängt. Ja, es werden mir wohl alle recht geben, dass der Automatenspielsüchtige nicht sterben wird, wenn er nicht mehr spielen kann. Er wird zwar körperliche Symptome haben, ja, das ist so, gewisse Entzugserscheinungen körperlicher wie psychischer Natur, aber man wird davon nicht sterben. Und ihr werdet mir auch recht geben, dass niemand sterben wird, der seine Arbeit verliert, sein Unternehmen zusperren muss, weil er einfach zu wenig Umsatz macht. Es wird wahrscheinlich nicht einmal ansatzweise so tragisch und dramatisch, wie sich die meisten das Ganze durch die Angst im Vorfeld ausmalen. Ja, in Wahrheit befürchten die meisten, dass sie so nicht mehr leben können und wollen, wenn sie weniger Geld durch Arbeitslosigkeit oder eben auch durch Insolvenz zur Verfügung haben. Ja, das ist natürlich absolut verständlich. Das will ich persönlich eben auch nicht und macht mir auch Angst. Doch diese Angst steigert und steigert, also sie sublimiert sich halt dann bis ins Unendliche durch diese Vorstellung alleine und macht die Menschen dabei natürlich unfrei, und das macht weiter sehr, sehr eng im Körper und im Geist. Ja? Und so ist man in einer sehr, sehr massiven Angstspirale, und das steigert wiederum das Abhängigkeitsgefühl. Und wo das hinführt, kann man sich ausmalen. Ja, liebe Hörer, ich möchte klarstellen, dass ich hier in keine Richtung dränge, die heißt, scheiß auf die Arbeit, geh in den Widerstand oder lass dich eben pimpen. Ja? Das ist dann die Lösung. Nein, so mache ich das nicht, das meine ich auch nicht. Es geht mir vorwiegend darum, aus dieser Angst- und Abhängigkeitsspirale einfach rauszukommen, diese zu stoppen, denn die ist nämlich das größte Übel. Nein, unser Leben hängt einfach nicht davon ab, wenn man die Arbeit verliert. Ja, gewisse Umstände, die verändern sich, keine Frage. Es wird Verluste geben, das gewohnte Arbeitsumfeld geht, Kollegen gehen, zumindest die, mit denen man eh vorher schon nichts anfangen konnte. Weniger Geld, womöglich kann man sich weniger materielle Dinge kaufen, die man sich vielleicht vorher nur gekauft hat, um sein sinnentleertes Leben kurzfristig aufzupimpen. Was auch immer, whatever.
ever. Auch wenn ich mich jetzt aufs Glatteis bewege, auch die Pimpung ist trotz aller Warnungen, die es im Netz so gibt, für mich verständlich. Vielleicht doch nicht ganz so gefährlich. Wie gesagt, nein, ich empfehle jetzt nicht lässig impfen zu laufen. Nur keine Angst. Doch wie gesagt, ich verleite jetzt nicht, um lässig impfen zu gehen und darüber lässig zu meditieren. Natürlich nur unter Anleitung eines ganz besonders lässigen Gurus, sondern gerade auch hier geht es darum, diese sich verselbstständigende Angst zu nehmen. Also die Angst, die durch diese Dramatisierung von allen Seiten sich vermehrt, ja, raus aus dieser Angstspirale zu kommen, diese zu stoppen. Denn, meine lieben Zuhörer, das ist grundsätzlich die Freiheit. Ja? Freiheit, seine Entscheidungen ohne Angst zu treffen. Das ist Freiheit. Ja, stellen wir uns einfach mal die Frage, ist diese Pimpung so gefährlich? Ich befürchte, werde ich mit sicherer Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten Tage sterben oder ganz, ganz extreme Nebenwirkungen haben? Oder eben auch noch, oder werden wir mit hundertprozentiger Sicherheit in eine Überwachungsdiktatur, Gesundheitsdiktatur gleiten, wo nur noch absolute Kontrolle, Zwänge und was auch immer herrschen, die totale Unfreiheit? Ja, solche Fragen und noch viele Fragen mehr und auch zur Pimpung könnte man oder sollte man hier sich einfach auch mal stellen und man wird drauf kommen, dass man diese Fragen nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten werden kann. Wir werden einfach alle zum Ergebnis kommen, dass es in allen Bereichen auch die Angst vor Freiheitsverlust nicht so extrem sein wird, wie wir alle befürchten, wahrscheinlich nicht einmal ansatzweise. Gibt es einen schönen Spruch, es wird selten so heiß gegessen, wie es gekocht wird, und darauf kann man sich meistens auch verlassen. Ja, warum bin ich mir da so sicher? Weil ich weiß, dass alle Menschen, auch die Regierenden und die Mächtigen, aus tiefen Ängsten und Befürchtungen heraus handeln und wir alle dazu beitragen, dass sich die Angstspirale immer weiter und weiter hineinbohrt und uns unsägliche, menschenunwürdige Ergebnisse bringt. Ja, meine lieben Freunde und Zuhörer, so geht es einem drogenabhängigen Menschen, der trotz dieser unglaublichen Ängste, die alleine die Vorstellung, ohne seine Substanz, ohne seine Drogen auskommen zu müssen, entsteht. Und er muss lernen, ohne diese Substanz das Leben zu meistern. Das ist die Krux bei der Sache. Und ungleich leichter ist es für uns, zu lernen, ohne all diese Dinge auskommen zu müssen oder später vielleicht auch mal die Einsicht auskommen zu dürfen. Zum Beispiel anderer Job, neue Firma, anderes Lebenskonzept, das einem sowieso besser passt und man schon immer eigentlich so wollte. Whatever. Ja, ein weiterer Schritt ist ebenso bedeutend und wichtig, und zwar mit dem Begriff oder den Begriffen einfach anders umzugehen. Wir könnten es auch so benennen, wie es eben ist. Wir werten immer nach unserem Gefühl, nach unserer Angst und lassen uns von dieser Angst leiten. Das ist immer schwierig, denn Angst ist ein Gefühl und deswegen kein guter Ratgeber. Wenn wir aber diese Wörter oder dieses Wort der Angst einfach mal hier changen mit dem Wort oder dem Begriff oder besser gesagt dem Zustand der Gefahr, ja, dann haben wir hier eine ganz andere Perspektive, denn eine Gefahr ist kein Gefühl, sondern es ist ein Zustand. Es beschreibt einen Zustand, der uns darauf hinweist, dass hier eben etwas gefährlich wird oder auch schon ist.
Und dann kann es sein, dass ich Angst bekomme. Angst bekomme ich aber erst dann, wenn ich dem Ganzen machtlos, ratlos gegenüberstehe. Wenn wir aber hier die Angst changen, wegmachen, auswechseln mit Gefahr. Hier ist eine Gefahr, die uns seit ungefähr 2 Jahren begleitet. Ja? Und eine Gefahr kann ich dann ganz anders behandeln, als eben nur eine reine Angst. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, mit Ängsten umzugehen, sich denen zu stellen, keine Frage. Nur, das ist ungleich schwieriger, als sich sofort sozusagen der Situation, der Gefahr zu stellen, wo dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel Angst entstehen muss. Ja, weil eben auch Gefühle kommen und gehen und sehr, sehr schwierig wirklich eben auch unter Kontrolle gehalten zu werden, mit denen gut umgehen, wenn ich im Vorfeld schon dafür sorge, dass nicht allzu viel an Gefühlen dieser Art aufkommen. Diesbezüglich heißt es entdramatisieren, weiteres heißt das, sich die Geschichte genau anschauen, die Gefühle vom Zustand trennen und dann einfach damit rational, verstandesmäßig umgehen lernen. Wir sind nicht unsere Gefühle, wir sind auch nicht unser Körper, wir sind schlussendlich Seele. Seele, die hinter diesem Ganzen steht und das Ganze eben auch bewerten kann. Schlechte oder gute Nahrung. Das ist das, was schlussendlich auch die Gefühle im Zaum hält. Ja, meine Lieben, das war's. Lass mir 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Daumen da, weißt du, schreib deine Meinung in die Kommentare. Überwinden von Abhängigkeit und Angst, das ist eins der entscheidenden Faktoren, gerade auch in diesem C-Punkt-Thema. Alles Liebe, euer Guillaume.